Dieses Lied schrieb Max Prosa zur gleichen Zeit, in der Leander Subow seinen Roman schrieb. Und die beiden wussten gar nicht voneinander, dass der eine ein Lied und der andere einen Roman schreibt, jeweils über Marie und jeweils über die Stadt, die ein großer Wahl ist. Eines Tages hörte Leander das Lied zufällig auf dem Degenhardt-Tributkonzert und dann war klar, dass dieses Lied zum Buch gehören muss. Es steht auch vorne im Buch drin. Mein Name ist Simone Barrientos. Ich habe mitgebracht Leander Subow. Jetzt fange ich mit dem Mann an, weil er die Dame unter uns ist. Und Peggy Parnass, worüber ich mich sehr freue. Und Anna Pfingsten und nicht Anne Greis. Anne Greis war kurzfristig verhindert und wir haben Anna Pfingsten dafür gewonnen, was mich sehr freut. Anna wird die Marie aus Subows Roman verkörpern, aber auch Subow wird das tun. Man kann sich unschwer vorstellen, dass eine junge 25-jährige Frau ist, oder? Der Roman ist im Prinzip ein Monolog. Ja. Ein Monolog, aber nicht alle Passagen werden von der Anna gelesen werden, sondern Teile auch von Leander. Und wir werden auch was von Peggy hören. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Dankeschön. Nennt mich Marie. Ich bin keine von den anderen. Die anderen waren zu einer anderen Zeit. In der anderen Zeit war das Land ein anderes Land und noch eines. Wir sind wenige. Die anderen waren viele. Die anderen glaubten, sie wären die von morgen. Wir treffen uns mit ihnen am Schnitt ihres nicht kommenden Tages dort, wo er an unseren nicht vergangenen stößt. Wir sind aus den anderen gemacht. Wenn wir uns umdrehten, würden wir die von morgen sein und das heute hinübertragen. Wir aber schauen zurück. Täten wir das doch nur im Zorn, dann könnten wir uns bald drehen. Hinter uns der Zorn dann und vor uns die Hoffnung. Ich verlasse das Dorf. Ich gehe in die Stadt. Ich werde dort leben. Auch in der Stadt gibt es die einen, mehr als hier in diesem Dorf und den umliegenden, aber wenige gleichwohl. Marie ist eine junge Frau von 25 Jahren, aufgewachsen in Brandenburg und sie geht nach Berlin. Dort möchte sie studieren, sie möchte leben und sie möchte lieben. Und wir begleiten sie an einem ihrer ersten Tage in Berlin. Einmal verfahre ich mich auf dem Weg nach Neuhause. Ich steige am Checkpoint Charlie aus. Kochstraße heißt die Station. Vom Checkpoint laufe ich die Friedrichstraße hinauf Richtung Unter den Linden. Überall teure Geschäfte. An der Ecke zu den Linden könnte ich mir einen Bugatti kaufen. Vorher schon Designerkoffer und Haute Couture. Das alles ist nicht meine Welt. Vielleicht bis auf den Espresso im Café Einstein, der mich aufwärmt. Und dann weiter zum Prenzlauer Berg, rumlaufen dort. Alles Turm hier. Ein ganzer Kiez voll Turm. Jedes renovierte Haus Turm. In jedem renovierten Haus die Türme. Oberärzte, Manager, Universitätsdozenten, Rechtsanwälte, Schriftsteller. Tell me, man, tell me. Kein Vulkan mehr. Straßenbelag aus harter Lava. Abgründe überall weich, modrig schon, Turm an Turm. Mittel hier alles auch. Tut aber großbürgerlich. In den Gesichtern Ruhe und Recht haben. In den Herzen, man mag nicht fragen, nicht wissen wollen.
In den Köpfen Taz und Tagesspiegel. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Linke Hand mag niemand die Hand für die Zukunft ins Feuer legen, aber alles bunt jetzt hier. Dabei bekennt niemand Farbe, keiner mehr da von denen, die hier die kleine Flucht aus dem DDR-Grau versucht haben. Wir sind ein Volk, oh ja, wir sind ein Volk. Und was für eins. Prenzlauer Berg, Holzspielzeugläden. Bestimmt tanzen hier die Waldorfschüler auf dem Parkett der elterlichen Wohnung, bestimmt für eine Zukunft zwischen Hedgefonds und Bioläden, zwischen friedensschaffenden Maßnahmen und Menschenketten. 30-jährige Paare. Mir ist alles Sushi. Und alle, die mit mir umhergehen in den Turmschluchten der Gründerzeithäuser, History repeating, ihr Propellerheads, leger, aber teuer gekleidet. Radfahrer auf Fahrrädern, für deren Preis man immer zahn, 4 Monate lang Miete und Nebenkosten zahlen könnte. Und Ökoläden allenthalben und Straßencafés zum Kotzen ist das. Die ganze beschissene Gentrifizierung, diese Vertreibung, dieses intellektuellen Schickimicki-Gehabe, tell me, man, tell me. Sie haben nicht gewonnen. Nicht den Krieg jedenfalls. Nur eine Schlacht. Ein regionaler Erfolg. Weltweit. Aber nur weil man auf die Fresse gefallen ist, muss man doch nicht gleich die Füße küssen, die sich einem vors Gesicht stellen. Plat du jour kostet für eine Woche Hartz IV. Jemand drückt mir ein Flugblatt in die Hand, ein Infostand der Grünen. Was macht der Hufeisenplan? Frage ich. Sie sehen mich verständnislos an. Kollateralschäden der gesellschaftlichen Entwicklung. Erst kommt deren Moral und dann kommt das Kotzen. Kriegst du umsonst von denen, ist das Einzige. Aber die ziehen dir, noch während du vor dich hinreierst, dein ganzes Viertel unterm Arsch weg. Machen sich alles schön, die im Turm. Die scheißen auf Proleten und Kleinbürger.